So, und damit kommen wir zur dritten Phase des Big Bang Heists. Wir sind jetzt dabei, in den hinteren Bereich der Bank einzudringen, also in den Tresorraumbereich. Jetzt müssen wir eben kurz gucken. First Floor ist da. Angenommen, die Tür ist oben, dann gehen wir hier rein und kommen dann sofort hier raus. So, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad ihr natürlich habt, laufen natürlich entsprechend anderes Wachen rum. Ich überlege gerade, also der Weg hier, dieser Weg oder dieser Weg, die sind optional. Also es kann durchaus sein, dass hier einfach eine Mauer ist oder hier eine Mauer ist. Dann müsst ihr natürlich den ganzen Weg hier außen rum gehen. Und deshalb steht hier auch potenzieller Walkway. Also am besten ist es natürlich, wenn hier offen ist, dann könnt ihr hier in dem Bereich, also in diesem Bereich hier, seid ihr eigentlich relativ sicher, wenn ihr euch nicht zu dumm anstellt. Und ja, von da aus geht's dann Richtung Tresor. Die Tresortür kann an Moment, ich muss selbst überlegen. An 1, 2, 3, 4 Stellen sein. Das seht ihr aber meistens auch schon, ihr müsst dann als erstes nämlich einen Daumen auf den Daumenscanner anbringen. Und da seht ihr ja schon, ob das eher tiefer gelegen, ob das, wenn ihr hier reinkommt, seht ihr ja schon, ob das unter euch gelegen ist oder über euch. Wenn es natürlich unten gelegen ist, müsst ihr am besten. Ja, ich persönlich gehe eigentlich immer diesen Weg. Ich zeige einfach mal, wie ich immer gehe. Das ist, tja, je nachdem. Nehmen wir mal an, der ist da hinten auf der unteren Ebene, also hier, da. Dann gehe ich nämlich immer hier lang. Und hier müsst ihr aufpassen, hier ist Glas. Das heißt, die Wachen von drüben sehen euch. Und hier gibt es auch eine Wache, die geht immer hier hoch. Die kommt hier lang, kommt dann hier die Treppe rauf, stellt sich hier hin, geht dann hier wieder die Treppe runter. Also die laufen hier wirklich kreuz und quer, da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen. Es ist auch schwierig, wenn ihr hier eine Bodybag benutzt. Dann müsst ihr den theoretisch wieder komplett aus dem Tresorbereich raus und den irgendwo hier hinlegen. Also hier wieder hin, in den sicheren Bereich. Ich empfehle euch nicht, den Sicherheitsraum zu öffnen mit dem Kameramann drin, weil die Kameras sind eigentlich so angebracht, dass ihr den ziemlich gut ausweichen könnt. Wie gesagt, wenn also der Weg frei ist, gehe ich einmal hier rum, gehe dann hier die Treppe runter. Und wäre dann direkt hier. Jetzt könntet ihr natürlich auch hier lang gehen. Wenn der Tresor jetzt hier vorne ist, dann könnt ihr hier durchgehen. Okay, der Raum ist auch nur potenziell. Dann ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und dann seid ihr auch schon da. Und ihr könntet jetzt auch von hier aus da runterhüpfen und würdet dann hier unten rauskommen. Ja, ist halt immer eine Frage, wie gerade die Wachen sind und wo auch der Tresor ist. Wenn ihr den Daumenabdruck angebracht habt, dann müssen wir auf jeden Fall in die erste Etage des Tresorbereiches. Da müssen wir nämlich zwei Sicherheitsknöpfe drücken. Der ist ja einmal hier und einmal hier. Wenn die beiden gedrückt sind, müssen wir wieder zurück, den ganzen Weg zurück, durch möglicherweise die Laserschranken, zum Office des Managers, da den Computer hacken und wieder zurück zum Tresor. Und wenn wir dann wieder beim Tresor sind, dann geben wir den Code des Managers ein und öffnen den Tresor. Und wenn wir aber auf dem Weg raus sind, um in das Office des Managers zu gelangen, schlage ich vor, nach den Keys zu suchen. Die Schlüssel, um die inneren Käfige im Tresor aufzumachen. Ich zeige euch mal eben, wo ich die bisher immer gesehen habe. Das wäre einmal hier, einmal hier und dann auf der unteren Ebene im Erdgeschoss einmal, ich glaube hier. Dann einmal im Tresorbereich. Das wäre einmal hier. Hier. Dann im Sicherheits. Dann einmal habe ich die hier schon gehabt. Dann hatte ich die schon mal hier gehabt. Und hier waren die auch irgendwo mal. Also es gibt verschiedene Punkte, wo die sein können. Ihr könnt euch auch im Pre-Planning anzeigen lassen, wo die sind. Ich muss mal eben kurz gucken. Hier. Locate Keybox. Dann zeigt ihr euch direkt an, wo die ist. Kostet zwei Gefallen, natürlich ist die Frage, ob das dann so nützlich ist oder nicht.
Ja. Ich gebe euch den Tipp, wenn die Keycard, wenn die Schlüssel hier wirklich sein sollten, dann könnt ihr durch die Wand durch das Ding so, und wenn ihr so diagonal nach oben guckt, könnt ihr das Ding aufmachen und da die Schlüssel direkt rausnehmen. Das bietet sich natürlich da gerade an, wenn ihr da die Computer hackt. Aber ich habe es auch halt schon oft gehabt, dass sie echt im Tresorbereich hinten drin sind. Deshalb habe ich mich entschieden, das jetzt hier ins in die dritte Phase reinzupacken. Wie sieht das Ding aus? Das Ding sieht aus wie die, wie so diese Sicherungskästen, wenn ihr beispielsweise Bilderrahmen Tag 3 laut macht, diese Stromkästen, die Polycops gerne ausschalten. Und ja, wenn ihr das habt, dann könnt ihr innerhalb des Tresores die Käfige aufmachen. Da müsst ihr dann, ihr dürft keine Bohrer setzen, sonst kommen die Wachen natürlich rein. Im Tresor, also die offene Tresortür, also entweder die hier oder die hier, die hier oder die hier. Nehmt die Wachen nicht wahr, das wäre auch sonst unmöglich dazu schaffen. Müsst ihr gucken, dass ihr wirklich, dass da steht, wenn ihr F gedrückt haltet, dass da steht, benutze Schlüssel. Darauf müsst ihr wirklich ganz genau achten, weil das mit dem Bohrer ziemlich dicht beieinander ist. Und wenn ihr dann einen Bohrer setzt, wäre es natürlich semi-optimal. So, dann habt ihr da die ganzen Loot-Taschen, da gibt es viel Geld, viel Gold. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Schließfächer aufmachen. Das gibt da noch mehr Gold und noch mehr Bargeld, was ihr sichern könnt. Jetzt ist dann die Frage der Flucht. Es gibt verschiedene Fluchtpläne. Da gibt es einmal den normalen übers Dach, das wäre dann der hier. Es gibt den normalen, es gibt den Aufzugtrick. Nein, die... es gibt dann verschiedene Fluchtmöglichkeiten. Also, das C4-Tunneling und der Bus-Stop sind was für lautere Aufträge. Eigentlich empfehle ich, wenn ihr den 12-Minuten-Auftrag machen wollt, empfehle ich euch den Bus-Stop und das Bohren, weil dann seid ihr wesentlich schneller weg. Weil der Bus kommt dahin und das ist auf jeden Fall sehr viel näher, als wenn ihr durch die komplette Bank wieder durch müsst und dann nach oben aufs Dach müsst. Das ist eine Glaubensfrage, habe ich mir auch schon mit einigen drüber vortrefflich gestritten. Und ja, ich empfehle immer, wenn ihr Achievements Hunter seid und ihr wollt einen Achievement verlockende Falle holen, müsst ihr den Basis die Basisflucht lassen. Dann müsst ihr nämlich hier durch den Laser ihr müsst 12 Taschen durch den Laser durchbringen. Und ja, wir machen jetzt aber mal ganz einfach hier den Elevator Trick. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich habe den noch nie wirklich gespielt. Ich habe den nur einmal gesehen. Dann müsst ihr hier durch den Aufzug durch. Und der bringt euch dann, glaube ich, eine Etage tiefer in die Garage, in das Parkhaus. Und da wartet dann der Van auf euch. Ich weiß nicht, ob die Wachen die offene Aufzugtür wahrnehmen. Und ja, da könnt ihr die Taschen dann sichern. Müsst ihr sie nach und nach bringen. Ich persönlich empfehle immer erst das Geld rauszubringen. Und dann das Gold, weil ihr mit dem Geld wesentlich flinker unterwegs seid. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, okay, ich will das Achievement machen, dieses verlockende Falle, dürft ihr die Laserschrank nicht ausmachen. Die könnt ihr an den Seiten, da sind ungefähr hier, na, hier, hier, beziehungsweise entsprechend hier und hier. Schlüsselkarteneinschlitze, da könnt ihr die Schlüsselkarten auch reinstecken und dann die Laser deaktivieren. Die neben Taschen war, als auch natürlich euch selbst, wenn ihr da durchrennt. Und ich empfehle euch dann, deshalb hoffe ich immer, dass der Tresorgang oben ist, dass ihr dann mit den Taschen, da könnt ihr dann hier oben lang gehen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Und dann hier lang und dann hier raus. So, dann seid ihr nämlich ungefähr hier über der Garage, wo ja hier die ganzen Zivilisten drin liegen. Und dann steht der Van ungefähr hier. Der hat dann hinten den Kofferraum offen. Und ihr könnt die Taschen natürlich versuchen, dann, wenn ihr hier seid, dann runterzuwerfen, sodass die direkt reinfallen. Aber wenn es nicht passiert, ist es auch nicht schlimm. Es draußen laufen keine Wachen mehr rum im Idealfall. Und dann könnt ihr die Taschen einfach darunter schmeißen. Und wenn ihr das dann habt, wenn ihr alle Taschen wirklich rausbekommen habt, Gratulation. Das dauert einen Moment, jede Tasche einzeln zu bringen. Könnt ihr dann mit ECM, wenn ihr noch einen ECM-Störsender habt,
Oder wenn ihr die Türe mit der Schlüsselkarte aufgemacht habt, dann könnt ihr auch die ECM-Störsender legen und dann einfach rausrennen, vier Taschen rein oder so viel wie ihr wollt. Ihr habt dann ja ungefähr im Kopf, wie lange die Störsender laufen. 15 oder 25 oder 30 Sekunden, glaube ich, sind die Zeitintervalle. Und dann müsstet ihr spätestens gehen, weil sonst geht der Alarm los und ihr verliert euren Stealth-Bonus. Ja. Und das wäre eigentlich Phase 3. Und das zeige ich euch jetzt mal in-game. So, weiter geht's dann mit Phase 3, der letzten Phase. Ich werde das nur natürlich mit einer Tasche machen. So, hier ist jetzt das Laserrätsel, die verlockende Falle. Ihr müsst jetzt darauf achten, dass ihr genau die Lücke sucht, wo keine Laser sind. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oder ihr zählt auf 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Also ihr müsst immer gucken, wo die Lücke ist. Sie ist entweder genau in der Mitte, in der linken unteren Ecke oder in der rechten unteren Ecke. Es gibt immer nur eine Möglichkeit, wenn ihr noch, wenn ihr beide Seiten anlasst. Also nie zwei, also entweder überseht ihr dann hier was oder ihr seid Cheater. So, ich bin drin. Und hier war jetzt eine Wache. Der optionale Weg, ich glaube, ich habe den angesprochen. Der seht ihr, der ist nicht da. Okay, jetzt muss ich erst warten, bis der da weggeht. Jetzt kommt der von der anderen Seite. Der Tresor ist übrigens auf meiner Ebene. Das seht ihr da in 47 Metern. Der ist auch ungefähr auf der Höhe, wo ich bin. Und nicht niedriger. So, der geht jetzt die Treppe runter. Hier müsste jetzt theoretisch der Weg sein. Aber der ist nur gerade durch. Das ist eigentlich praktisch. Ich hoffe, der sieht mich da drüben jetzt nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay, da ist eine Kamera. Ich habe gerade irgendwas piepen gehört, aber das ist die Waschmaschine, die Spülmaschine, die fertig ist. So, Ding anbringen, schicker Daumen, Kamera. Kameras sehen übrigens nicht, wenn ihr den Tresor bedient, das wäre auch etwas unfair. So, hinter verstecken, Knöpfchen drücken. Das andere ist auf der anderen Seite. So, ihr müsst immer aufpassen mit den Wachen. Zack. Jetzt zum Managerbüro. 1, 2, 3, 1. So, durch. Das Ding hacken. Das ist natürlich auf Deathwish ist die Zeitverzögerung zwischen den Einzelnen natürlich viel schneller. So, zack. Jetzt können wir eigentlich direkt wieder losgehen. 1. 2, 3, 1, so, zack, durch bin ich. Okay, jetzt müssen wir wieder einmal rüber auf die andere Seite. Da seht schon, da oben steht jetzt eine Wache. Und der steht jetzt ziemlich genau vor dem Tresor. Der wird jetzt den Weg hier lang kommen. Und dann hier die Treppe runtergehen. Das ist natürlich für mich jetzt ziemlich beschissen. Ich kann ihn nicht erschießen, weil da die Kamera ist. Man muss aufpassen, von hier kommt auch manchmal einer hoch. Also auf normal ist es natürlich deutlich einfacher, alles zu zeigen, weil halt nicht so eine große Dichte an Wachen ist. Wie gesagt, ich habe drei Pager übrig. Ich könnte jetzt eigentlich noch einen rausnehmen. Und den werde ich auch da in einem Gang rausnehmen. Okay, der andere ist da. Und der bewegt sich da jetzt nicht weg. Bleibt er da jetzt stehen? Okay, der andere kommt da lang. Der andere steht da. Okay, da kommt er. Eigentlich hätte ich noch Bodybags hier noch einmal deponieren können, unten am Tresor. Unten am Schreibtisch. Da hinten seht ihr übrigens die Sicherheitstür. So. Oh, 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 oh. So, schnell, schnell, komm, 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 komm.
Das dauert jetzt. Oh nein, jetzt kommt da eine Wache lang. Ich glaub's nicht. Okay, der geht. Ja, der geht die Treppe runter. Gott sei Dank. Puh. Okay, die Tür geht auf. Komm, mach. So, die Leiche schmeißen wir hier mal direkt die Treppe runter. So, also hier ist wie gesagt Achtung mit dem Bohrer setzen. Hier ist, ich habe es auf Englisch umgestellt natürlich, deshalb steht hier F gedrückt halten, um die Schlüssel zu benutzen. Und einfach durchprobieren. Irgendwann geht das Ding schon auf. Also ich will jetzt eigentlich nicht das komplette Ding nochmal durchmachen. Deshalb mache ich jetzt nur eine Tasche und das war's dann für mich. Oder hierfür zumindest. Ja. Also ihr seht, die Gentech-Leute, die bleiben dann da stehen. So, zack. Wie gesagt, normal ist deutlich leichter als Deathwish. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter. Das ist ziemlich selbsterklärend. So, mal eben gucken, wo die Wache ist. Da hinten geht gerade eine die Treppe rauf. Jetzt muss ich eben gucken, wo die andere ist. Da ist die andere. Okay. Dann können wir hier lang gehen. Schmeißt auf keinen Fall Taschen hier oben hin, weil die sehen die von da drüben auf jeden Fall. Die haben so eine Sichtweite, die Wachen. So, da ist der andere. Es gibt aber einen kleinen Trick, wie ihr die Taschen durchkriegen könnt, wenn ihr zu zweit seid. Das zeige ich euch auch gleich mal eben. Komm, beweg dich da weg. So, ihr könnt die Taschen nämlich einfach hier ganz dicht an den Rand ranlegen. So, das zeige ich euch mal eben, ob das klappt. Zwei, so, durch. Dann kann der andere nämlich, wenn er ganz dicht dran geht, kann er die so rausnehmen. Zack. So, jetzt mache ich euch den Beweis, dass die Zivilisten keine Taschen sehen können. Also die Taschen müsstet ihr jetzt theoretisch, könnt ihr die hier alle zwischenlagern nach Gold und Geld sortiert oder ihr schmeißt einfach alles kreuz und quer. Und jetzt versuche ich euch den Beweis zu bringen, dass Zivilisten die Taschen nicht sehen können. Ah, ne, jetzt gerade ein Zivilisten da. Ach komm, scheiß drauf. Schmeiß die Tasche einfach da quer ins Feld rein. Und jetzt warten wir darauf, dass ein Zivilist da langkommt. Da kommt einer. Kommt aus der Bank einer raus? Nein? Alter, auf normal sind kommen wir so wenig Zivilisten lang. So, der dürfte jetzt eigentlich laut meiner These nicht in Panik verfallen. So, da kommt auch schon einer raus. Gut, der, hey, wake up. Ja, ich wurde angeschrieben. Seht ihr, das hat den überhaupt nicht interessiert. Ihr könnt die Taschen also ruhig alle hinten versuchen reinzutreffen. Wenn ihr es nicht schafft, gut, ist nicht schlimm. Wenn ihr es schafft, umso besser. Dann braucht ihr nicht so viele Taschen dann einladen. Und dann zeige ich euch eben, was ich dann immer mache, wenn ich dann theoretisch die Flucht antreten kann. Dann haue ich den ECM-Jammer raus, merkt mir die Zeit 35. Ich habe 30 Sekunden, das heißt um 05 läuft er aus. Ich brauche 2 Sekunden zum Legen. Ich renne raus, wird noch nicht mal gesehen. Doch, wird gesehen. Würde dann jetzt hier theoretisch die Tasche greifen, die noch draußen sind, reinschmeißen und dann abhauen. Das wär's. Bis neulich.